Servus, willkommen hier in Ackendorf. So, wir waren in der letzten Folge beim Händler, haben uns noch eine zweite Gitterbox geholt. Mit der wollen wir das restliche Raps noch verkaufen, wo wir schon die große Nachfrage haben, aber eben ein Anhänger sich nicht mehr dafür lohnt. Im Anhänger können wir dann schon das nächste mitnehmen, da schauen wir mal. Machen wir erst Weizen, machen wir erst die Gerste. Wie sehen denn die Preise aus? Geht beides nach oben? Also egal. Nehmen wir also erst Weizen, weil das eben ja dann sowieso in der Auswahl als erstes drankommt. So, jetzt aber erstmal hier F1 rein, damit wir hier sehen, wenn wir hier im Trigger drin stehen mit dieser Gitterbox. Da, langsam rantasten. Na, das sieht aber nicht gut aus. Normalerweise kann ich die Gitterbox doch damit füllen. Jetzt ist hier was weiter rüber. Ah, okay. Da haben wir es. Befüllen. Raps. Dann kriegen wir hier so schöne Säcke. Die nehmen wir mit. Gut. Und jetzt eben zum Hänger. Und da haben wir gesagt, fangen wir jetzt als erstes mit Weizen an. Solange das befüllt, machen wir den Motor aus. Das können wir wieder ausmachen. So, das können wir mal ausmachen. Wir können ja mal nach den Tierchen schauen. Ja gut, durch den Live-Ticker erkennt man es jetzt nicht so gut. Wir haben aber schlachtreife Hühner, mehr als einen Anhänger voll, Schweine und Rinder auch. Die Rinder erst ja frisch dazugekommen, da können wir 40 in den Anhänger reinladen, in unseren Tiertransporter, und 42 sind schlachtreif. Und ja, noch eine kleine Kleinigkeit hier. Man sieht es vielleicht in der Anzeige, Schweine, -4. Das heißt, da habe ich mir die Nummer der Mastanlage einfach jetzt mal noch in den Namen mit reingefügt. Bei den Rindern, das ist eben die Nummer 5. Das heißt, wenn ich Wasser bei den Rindern auffüllen will, sehe ich hier so in der Anzeige direkt, aha, da muss ich an Behälter 5 ranfahren, das ist für die Rinder zuständig. Das ist also, ja, so eine kleine Änderung, die ich hier in meiner Objekt-Settings noch vorgenommen habe. Hier die Masthühner mit der 6. Da fehlen ja auch noch die Erdfrüchte überall. Da arbeiten wir aber ja dran, habe ich ja alles angesät. Dann schauen wir mal hier, wie sieht es denn da aus? Mixfeeder rennt immer noch nicht. Da müsste ich aber... Nee, Quatsch. Silage habe ich schon zusätzlich eingefüllt. Stroh könnte eigentlich... Hoppala. Fast gegen den Pfosten gefahren. Stroh könnte noch ein bisschen dazu. Aber ja, wird jetzt auch erstmal noch ein Momentchen ausreichen. Aber bald sollte die doch dann auch mal anfangen zu arbeiten. Wie viel Mischfutter haben wir denn hier noch drin? Ja, das sind nur noch 8581 Liter. Also bald müsste der Mixfeeder dann doch seinen Betrieb aufnehmen. Seedmaster 2 haben wir noch nicht. Der befindet sich ja an Hof 2. Uiuiui. Kann mal einer anschieben helfen? Hilfe, ich komme den Berg kaum hoch. Ja, ist natürlich auch wieder mordsmäßig Gewicht. Dass wir jetzt nur 97% natürlich dabei haben, liegt daran, dass die Gitterbox nicht ganz voll ist. Mehr Raps gab es halt nicht mehr. So, Kompostieranlage haben wir doch inzwischen deutlich Kompost fertig. Das heißt, hier würde ich eigentlich dann auch hingehen und würde sagen, ich entnehme Kompost, fülle damit meine Kirsch- und Pflaumenfarm auf, die ja auch Kompost braucht, und den Rest an Kompost
würde ich eigentlich sogar verkaufen. Denn ich kann ja in die Kompostieranlage wieder Mist reinkippen, sodass wieder neuer Kompost entsteht und muss hier nicht jetzt unbedingt auf den Kompost zurückgreifen. Ich könnte auch Kompost zum Felderdüngen nehmen, ja, ich weiß, aber ich vermute einfach, dass es lukrativer ist, den Kompost zu kaufen und sich den Standarddünger dann eben nach wie vor einfach zu kaufen. Weil ich vermutlich mehr Geld für den Kompost beim Verkauf bekomme, als mich der Dünger kostet. Und wenn ich dann also dementsprechend den Kompost als Dünger verwende, mache ich ja ein Minusgeschäft. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Einmal wiegen. Jetzt müssen wir halt natürlich beachten, der Weizen, der muss an die Grain-Zugstation und der Raps muss aber ja an die Depotstation. So, Greenhouse Master könnte ich eigentlich auch noch was rein, aber ich meine, ich hätte Gewächshaussamen auch ein bisschen was. Ja, da habe ich 15.807 im Lager, also brauchen wir auch nicht unbedingt was reinzupacken. So, Paletten sind alle fertig. Da muss ich auf jeden Fall nachher mal noch wenigstens die Palettensammler mal leer räumen. Da werde ich also mit dem Stapler ranfahren. Ich habe mir überlegt, dass ich einfach noch einen zweiten Toyota hole, den ich dort stehen lasse. Wie fahre ich denn jetzt? Wir fahren erstmal hier Raps wegbringen. Wir haben ja auch das Gerät im Moment markiert, also hier mit G. Die Geräteauswahl auf der Gitterbox. So, das schauen wir uns von außen an. Wie wird denn das abgeladen? Ich lasse es hier auch mal ab. Sieht, glaube ich, etwas schöner aus. So, und da klappt sich das auf und ja, geht eben einfach raus. Gar nicht so spektakulär, aber ja, es bringt zumindest noch mal ein bisschen zusätzlich Geld. Wir haben jetzt wirklich dann alles an Raps, was möglich war, weggebracht. Und jetzt zu Crane Zug. Weizen wegbringen. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ja dann später wieder zusätzliches Geld noch durch das Zug wegschicken erhalten. So, dann schaue ich hier mal weiter. Bretterproduktion. Okay, ist auch fertig. Da muss ich auch auf jeden Fall ran, dass wir da genügend Bretter auch, ja, da muss ich, also Bretterproduktion muss ich regelmäßig reinschauen, weil wir werden natürlich doch einiges an Bretter für die leeren Paletten dann benötigen, dass ich mir da also regelmäßig den Palettensammler frei mache. Der stationäre Hacker, der ist soweit voll, könnte zwar Holz rein, aber hat auch noch ein bisschen vorrätig flüssig. Dünger hat keine Gülle mehr. Okay. Müsste also mal Gülle hin. Eierproduktion ist auch voll. Können wir also dann in die Lebensmittelproduktion auch schon die ersten Eierpaletten bringen. Sehr, sehr schön. So, was haben wir denn noch? Kirschfarm. Pflaumenfarm, was fehlt da? Kartonverpackung. Okay. Könnte ich ja von den Paletten, die hier voll sind, vielleicht ein paar hinbringen, dass das über Nacht dann auch schon wieder ein bisschen rattern kann. Milchschmacks 2 ist auch fertig. Sehr schön. Dann können wir uns da die Palette anschauen. Ich würde sagen, hier verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das kann ich offscreen dann auch weitermachen. Wir zappen mal hier durch. So, haben jetzt natürlich ein Problem. Wir können mit dem die Milchmax 2 Palette nicht automatisch aufnehmen. Der hat das nicht im Skript eingetragen. Mit dem Iveco ist es, glaube ich, Klixer von FSM, der hat es eingetragen. Da könnt ihr das auch automatisch aufnehmen. Aber Stapler ist mir jetzt noch nicht bekannt, dass es irgendwo drin wäre. Ich mag ja das Gerät. Macht schon Spaß. So,
Wir werden aber versuchen, wie eine normale Palette das dann möglichst zu handhaben. Und wir können im Prinzip beide Paletten wegnehmen. Die angebrochene wird nicht mehr, weil ich werde den Milchmax 2 nicht weiter nutzen. Ich werde bei den Milchkännchen vom Milchmax 1 bleiben. Aber hier sehen wir, so sieht die Palette dann aus. So, gehe ich mal hier in die Zinkenkamera. So, da schön reinfahren, ne? War nichts mit schön reinfahren. So, komm hier. Und los geht's. Das können wir dann natürlich zu unserem Obst wieder bringen. Also für die, die ohne automatisches Aufladen eben spielen, wird das mit Sicherheit die bessere Lösung sein, eben dann hier diese Paletten zu verwenden. Wer sowieso mit dem automatischen Sammeln arbeitet, mit dem UAL-Skript, für den wird der Milchmax 1 wohl interessanter bleiben, weil der eben da sowieso überall eingetragen ist. Was mir hier bei den Paletten noch auffällt, was ich jetzt nicht ganz so schön finde, gehen wir mal in die Außenansicht, sind hier die Bänder. Die knicken, wo eigentlich gar nichts ist. Also das ist eigentlich noch ein bisschen unschön. Die hätten natürlich da einen ganz anderen Verlauf haben müssen. Und hier neben sehen wir auch, die gehen da durch die Palette durch. Also ja, da könnte man noch ein bisschen verbessern. Das ist natürlich klar, jetzt auch schon meckern auf hohem Niveau, aber es ist halt zumindest ein optischer Fehler. Spielerisch macht das nichts, aber das Auge isst ja mit, wie man so schön sagt. So, Milch muss hierhin. Zack, die Palette haben wir weg. So. Dann muss ich die andere auch noch holen. Wie gesagt, da wird ja eh nicht mehr. Ich benutze dann nur noch Milchmax 1. Oh, beim JCB habe ich den Motor auch gar nicht ausgemacht. Naja, egal. Das werden wir an Sprit auch noch vertragen. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen was auf dem Konto und was kaufe ich mir jetzt? Was kaufe ich mir? Bin am, ja, so ein bisschen am Hadern. Gehe ich erst auf einen Häcksler, dass ich endlich einen eigenen Häcksler habe. Gehe ich erst auf Hof 2, dass ich zumindest den ersten Teil von Hof 2 dann schon mal habe. Wobei mir der vermutlich auch noch nicht so viel bringt. Vermutlich muss ich dann auch noch gleich auf Teil 2 übergehen. Mal schauen. Steht das hier alles mit dabei? Ja, Hof 1. Na gut, die weiteren Teile sind dann ja nicht mehr ganz so teuer. Also wenn ich jetzt hier die ersten beiden Teile, können wir sagen, sind wir so bei etwa 210.000, also wäre schon drin. Ja, wäre also auf jeden Fall eine Überlegung. Aber Häcksler ist eigentlich auch fällig. Wir müssen mal schauen, wie viel wir hier wirklich noch beim Verkauf dann eben an Geld rausbekommen. Und so, eine leere Palette hier eigentlich. Eieieiei. Das war aber nix. So, hoffentlich funktioniert das jetzt besser. Nee, steht immer noch da. Okay. Ja, super ist. Ich schätze mal, da werde ich dann offscreen fummeln müssen, bis ich das Scheißding dann hier raus habe. Das bleibt vermutlich irgendwo mit den Kollisionen ein bisschen hängen. Ich jetzt einfach nur ein Stückchen rückwärts fahre. Ah, jetzt habe ich sie. Vielleicht hatte ich sie zu hoch angehoben. Ah, jetzt ist sie da hängen geblieben und ist dann oben an diesen Düsen, wo die Milch ausgegeben wird, hängen geblieben. So, so viele Kameras, da weiß man gar nicht, in welche man gehen soll.
Bleibt mal mit der Kamera nach vorne. Ja, Hammer alles. Gut. Sieht natürlich so sehr bescheiden aus mit den Bändern. Vielleicht kann man das auch machen, dass die sich dann erst als allerletztes einblenden und nicht schon von Beginn an da sind. Aber ja, da müsste man jetzt genau durchgucken, ob man das, ob das wirklich möglich ist. Aber eigentlich müsste man sie als Plane ja auch mit ausweisen können. Dass es somit als Plane, als i-Tüpfelchen am Schluss erst kommt. Aber ja, was jetzt am Schluss erstmal kommt, ist die Verabschiedung. Wir haben ja schon wieder fast 16 Minuten. Ja, danke fürs Zuschauen. Und ich schau mal, wie viel ich jetzt offscreen mache, weil, wie gesagt, andauernd hier zum Depot und wieder zum Hof fahren ist ja auch langweilig. Ich werde auf jeden Fall Weizen, Gerste mal noch verkaufen. Habe ich sonst noch was zu verkaufen? Ey, hier soll eigentlich Milch drin sein. Eigentlich soll da Milch, 200 noch was Liter mit drin sein, aber er nimmt es nicht an. Ist der Milch? Das könnte natürlich auch sein. Ist der voll? Lebensmittel. Ah, da ist die Milch voll. Gut, dann lassen wir das erstmal hier stehen. Da brauchen wir dann Pflaumen und Kirschen und wenn der dann das hat und wieder weiterarbeitet, Milch verbraucht. Vielleicht kann er sich das dann, die Palette dort wieder reinziehen. Ansonsten müssen wir sie dann halt nochmal aus dem Trigger rausziehen und wieder neu reinstellen. So, wie gesagt, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ah, eins zu weit. So. Ja, Körnermais kann ich auch noch verkaufen. Gut. Also, Weizen, Gerste, Körnermais. Geht alles weg. Dementsprechend kriege ich ja nochmal ordentlich Geld und dann. Können wir ja vielleicht schauen, dass wir uns dann an der BGA nochmal treffen, vorausgesetzt es ist noch vor 22 Uhr, denn nach 22 Uhr können wir ja nicht mehr die BGA nutzen. Und dann könnten wir vom Fahrsilo schon wieder ein bisschen was an Silage loswerden, denn das ist ja auch jede Menge. Ja, dann bis morgen. Ciao, ciao.